Willkommen zurück bei GTA Vice City. Wir sind hier immer noch mittendrin in unserer neuen Hassmission. Wir sollen eine Bombe im Kaufhaus zünden und wir schaffen es, um zwar eigentlich diese Mission abzuschließen. Ich meine, bis hierhin ist ja alles kein Problem. Und wir hätten es beim letzten Mal auch fast geschafft, hätten die scheiß Idioten hier uns nicht den Reifen zerschossen oder uns hier wieder komplett K.O. geballert. Naja, wir probieren es doch mal. Ja. Nice badge. Okay, timers are set. 5 seconds and ticking. 5 seconds! We got to get the hell out of here! So, das hatten wir. Bis hierhin ist ja alles kein Problem. So, jetzt raus hier. So. So. Jetzt schnell hier rein. Komm, Lance. Komm. Brav. Diesmal haben wir auch noch unsere ganzen Reifen. Oh. So. Ich bin jetzt gerade ein bisschen hoch konzentriert. Weil ich habe keinen Bock, dass uns jetzt hier irgendwie... Die fahren sich gegenseitig über den Haufen. Das finde ich super. So, hier machen wir noch ein bisschen was kaputt. Oh, komm, 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 komm. Jetzt hier über die Brücke. Oh. Hier ist eine Straßensperre, da rasen wir natürlich durch. Auch kein Thema. Jetzt bloß keinen Fehler bauen. Jetzt bloß keinen Mist machen. Wir haben es ja gleich. Komm, 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 komm. Bombs. Die sind nicht durch die Tür durch, jawohl. So. Komm rein. Jawohl. Sag bitte, wir haben es geschafft. Sag bitte, wir haben es geschafft. Sag es mir. Schutzgeldmission erfüllt. Jawohl. 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 Ah. So muss das, Leute. Und jetzt haben wir hier ein regelmäßiges Einkommen. Zack, direkt mal 50. Ach, ist das schön. Aber da muss ich jetzt erstmal speichern. Das muss jetzt erstmal feierlich gespeichert werden. Jawohl. Jawohl. Und die Maus funktioniert auch noch. Und wir machen mal eben schnell neue Klamotten. Wer will denn jetzt was von uns? Tommy, it's me, Lance. Keep your mouth shut there, Tommy, because I ain't got no time to talk. I ain't interested in what you gotta say. Why should I be? You don't care about me, do you? You gotta look after me a bit better. Give me a spare slice, you know? Hey, Tommy, man. Look, I'm sorry. It's just that people patronize me all my life. Treat me like a little kid. My brother would do that. Please, man, don't do that. Ja, was auch immer der gute Lance wieder für Probleme hat, er sollte sie besser nicht an uns auslassen. Ich bin nur froh, dass wir diese Ulle Mission endlich hinter uns haben. Das war jetzt auch echt ein Stück Arbeit. Was haben wir unten noch? Die nehmen wir noch mit. Da müssten wir wechseln. Scheiß drauf, machen wir nicht. Ich muss husten. So, da bin ich wieder. Und ja, ich glaube, wir müssen direkt die nächste Story-Mission machen. Hilft ja nix. Die wäre wo? Das waren wieder 200. Wo ist denn die? Die müsste doch hier sein, oder ist die oben auf dem Dach? Ist denn die? Ja, wo ist denn die?
Da können wir nur speichern. Die Suche nach der Mission. Wo ist die Mission? Huch, ich habe eine Mission verloren. Wie peinlich. Lalalala, lalalala, ist die hier oben? Hallöchen, Missionchen. Ich find mir die Missionen gerade nicht. Was ist denn das für ein Blödsinn, ist das? Dann wieder herunter. Ach du armes Kerlchen. Ach du armes Kerlchen, eine harte Zeit. Aber hier ist sie, nein, ist sie nicht. Und ich werde gerade ein bisschen müde, weil es ist ja auch schon wieder 3:30 Uhr morgens. Hier hinten ist die aber auch nicht, ne? Wo ist denn die? Ah, da hat er sich den Knöchel verstaucht. Oh, ah. Ist denn die? I wouldn't do that. I wouldn't do that. Ah, right. You wouldn't do that. Man. Ist sie hier drin? Nö. Das ist eigentlich irgendwie hier nur. Bin ich gerade ein bisschen bekloppt? Ich guck mal auf die Karte. Du bist hier, da. Ansonsten außer Sherry Popper haben wir nix. Sherry Popper. Ja, dann fahren wir einfach nochmal zu dem Sherry Popper hin. Vielleicht bringt das ja was. Be the noise. Girl, rock your ball. Get wild, 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 hier steht auch nur der Wagen, oder? So, gucken wir mal nach. Hier können wir speichern. Hier haben wir den Wagen. Ansonsten ist hier nicht viel zu holen. Ja. Leute, ich weiß gerade nicht, wie wir weitermachen können. Hier fehlt irgendwie die nächste Mission. Oder muss ich mir jetzt erst ein Gebäude dafür kaufen? Dann gucke ich mal, ob es zu teuer da hinten da die Papierfabrik war. Die müsste ja hier irgendwo sein. Ist denn hier irgendwo die Papierfabrik? Die sieht so industriell aus. Papierfabrik, Papierfabrik, wo bist du so? Den haben wir platt gefahren. Naja, ohne so einen Verlust. Whee. Hier ist die Papierfabrik. Die Papierfabrik. Wie teuer ist die? 70.000 Ocken. Ei, ei, ei. Die können wir uns doch gar nicht leisten. Ja, jetzt ist Arsch angesagt. Ja, blöd, ich kann keine Mission machen im Moment. Ich weiß nicht, woran das gerade liegt. Müssen wir jetzt erst eine Weile rumfahren und Blödsinn bauen? Wenn ich das jetzt mal wüsste. Das wird uns auch nur noch hier als Schutzgeld angezeigt. Not. Nehmen uns auch mit. Leute, ich bin gerade ein bisschen überfragt. Ich kann auch keine Nebenmissionen und nichts machen. Das ist gerade hier echt ein bisschen verwirrend. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich würde euch jetzt gerne die nächste Mission zeigen, aber ich kann nicht, weil keine Mission vorhanden ist. Was sagt man dazu? Durchgespielt haben wir aber noch nicht. Definitiv noch nicht, das wüsste ich aber, dass ich es durchgezockt habe.
Einmal kurz wieder boosten. So, da bin ich wieder. Ja, Leute. Was ist jetzt los? Ich glaube, da muss ich mich eben, bevor ich die nächste Folge starte, mal schlau machen, ob das jetzt irgendwie ein Bug ist oder so, oder ob man da irgendwie jetzt... Ich habe keine Ahnung. Hier ist V-Rock, das ist die Lurkers Limo. Aber auch da keine Mission vorhanden. Bom. Schleif. Und Überschlag. Und das Auto qualmt. Das ist nicht so schön. Wir werden gerammt. Habt ihr denn keine Augen im Kopf? Wir steigen aus und gucken mal, was hier im Stadion abgeht. Kann man hier irgendwas machen? Blackwing. Können wir doch gar nichts machen. Ich bin gerade ein wenig. Also, ich bin gerade ein bisschen. Also, wenn ihr wisst, was ich meine. Bin am überlegen, was ich jetzt machen kann. Irgendwie keine Mission hier. Nix los. Keiner will was von uns. Give me what you got. Give me what you got, baby. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Wir können die Folge beenden, ist auch ein bisschen doof. Vielleicht mal ein neues Auto suchen, das qualmt ja hier schon, das ist... Wir fahren natürlich voll entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, wie ihr hier unten an den Pfeilen erkennen könnt. Aber da haben wir schon direkt unser neues Mobil eingeparkt, wie eine Frau, zwei, also... Ich sag jetzt nicht, dass generell Frauen immer schlecht einpacken, aber ihr kennt ja das Klischee. Wir setzen wir direkt mal zwei und wir haben direkt den richtigen Radiosender eingestellt. Ach, ist das schön. Ja, keine Ahnung, was wir jetzt machen. Ich fahre hier irgendwie durch die Gegend und gehen mir einen ab. Und versuche irgendwie krampfhaft jetzt herauszufinden, was wir jetzt als nächstes machen können. Da wir im Moment keine neue Mission angetreten haben, tun. Ich spare jetzt einfach 70.000 und versuche dann irgendwie dann mir die Fabrik zu kaufen. Ist das Einzige, was mir gerade einfällt. Nö. Da müssen wir jetzt, glaube ich, wenn wir jetzt noch einmal da vorbeidüsen, dann haben wir auch das Geld zusammen, denke ich. Ist natürlich dann wieder blöd, weil wir uns dann wirklich wieder die Waffen eben, da müssen wir jetzt wirklich wieder aufpassen. Gut, noch haben wir ja Geld. Ich hoffe mal, das werden wir dann nicht unbedingt alles zwangsläufig dann verbraten für Waffen, wenn wir immer wieder drauf gehen. Dass wir uns bei den nächsten Missionen ein wenig besser anstellen dann, falls wir überhaupt nur wieder welche finden. Wäre schon doof, wenn wir da jetzt... Wir können uns ja dann gar keine neuen Waffen kaufen, so ist es ja. Weil wir ja gar kein Geld mehr dann haben. Der Malibu Club, da weiß ich ganz genau, dass wir uns den noch nicht leisten können. Da habe ich, glaube ich, schon ein paar Folgen schon mal nachgeguckt. Der kostet 100.000. Da ist nichts mit Waffen kaufen. Das könnte knicken. So, dann fahren wir nochmal wieder zurück hier. Lalalala, holen Geld ab. Nö. Ja, dann war das hier eine relativ langweilige Folge, will ich zwar nicht nennen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie langweilig war. 1000 Meins.
Ah, jetzt haben wir auch das genügend Geld zusammen. Ich würde vorschlagen, dann machen wir hier einen kurzen Cut. Und ich gehe einfach mal nach oben zur Sicherheit und speichere. Wer weiß, was das bringt. So. Schön mit Aussicht aufs Wasser. So. Aber hier schön mit Aussicht auf den Mond. Das ist doch schön. Und ja, ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir uns daran, die Papierfabrik zu kaufen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play GTA Vice City. Ich wünsche noch einen schönen euch allen einen schönen guten Morgen, guten Abend und gute Nacht. Wenn das Sprechen nicht so schwer wäre, würde die Abmoderation auch einfacher fallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, euer Bugs. Tschüss.